Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende. Es freut mich sehr, Sie heute hier zum Innovationsmanagement begrüßen zu dürfen. Und wir haben ein ganz zentrales, wichtiges Thema, was wir als letzten kleinen Schwerpunkt in dieser Veranstaltung anschneiden wollen, nämlich das Thema Wissen und Personal im Innovationsmanagement. Ich möchte Ihnen dazu das Thema in drei Episoden näher bringen. Wir wollen uns zunächst mal mit der Frage beschäftigen, wie wichtig ist das eigentlich, dieses Thema Wissen? Und hat es vielleicht auch eine zeitliche Achse? Ist es also in letzter Zeit wichtiger geworden, als es vielleicht früher gewesen ist? Und dann werden wir uns mit einigen Aspekten der Identifikation des Erwerbs, der Entwicklung von Wissen beschäftigen. In der Episode 2 wird das geschehen und in der Episode 3 werden wir uns dann mit der Verteilung, Nutzung, Bewahrung und Bewertung von Wissen auseinandersetzen. Das ist der Überblick und hier nochmal das in den Lernzielen wiedergespiegelt. Wir wollen also fragen, was ist Wissen und was umfasst Wissensmanagement denn eigentlich so als Disziplin? Wir wollen dann fragen, wie lässt sich Wissen identifizieren, also das relevante Wissen identifizieren, erwerben und entwickeln. Und an der Stelle möchte ich vielleicht schon einmal vorbemerken, dass es mir hier nicht darum geht, ein gesamtes Wissensmanagement für ein Unternehmen aufzubauen, sondern wirklich ein auf das Innovationsmanagement fokussierendes Wissensmanagement. Und deswegen werden wir in der Episode 3 eben auch fragen, wie lässt sich Wissen verteilen, nicht im gesamten Unternehmen, sondern zum Beispiel in Knowledge Networks für die Innovation. Wie lässt sich Wissen nutzen, bewahren und bewerten? Das sind also die Kernfragen, die wir hier in dieser Veranstaltung klären wollen. Und ich starte in die Episode 1 hinein, nämlich in die Relevanz von Wissen für Unternehmen. Ja, was ist überhaupt Wissen? Wir alle verwenden diesen Begriff. Schon in der Schule wird gesagt, du weißt ja nichts oder der Fritz weiß immer alles. Und da ist die Frage, was ist eigentlich Wissen? Und das ist ein sehr, sehr schillernder Begriff. Und es gibt viele Definitionen, die sich mit diesem Begriff auseinandersetzen. Und in der Vorbereitung dieser Folge habe ich mich mit einigen Definitionen hier auch beschäftigt. Und Sie sehen hier einige Beispiele für die Definition von Wissen. Und ich will ein erstes Beispiel herausgreifen. Das ist von Frau Ammelingmeier hier oben links. Und die schreibt, Wissen ist jede Form der Repräsentation von Teilen der realen oder gedachten Welt in einem körperlichen Trägermedium. Das ist jetzt eine sehr breite Ansicht von Wissen. Das heißt also, alles, was irgendwie als reale oder gedachte Welt existiert, ist Wissen, sobald es in einem Trägermedium drin ist. Und da umfasst das Wort Trägermedium eben alles Mögliche. Das umfasst den Computer, es umfasst die Festplatte, es umfasst das menschliche Gehirn. Es umfasst aber beispielsweise auch Körperteile oder Maschinenteile, denn auch dort ist ja Wissen repräsentiert. Und insoweit ist es also ein ganz, 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 ganz breiter Begriff von Wissen. Kontrastierend greife ich mal den Begriff von Herrn Kries hier raus. Und er schreibt, Wissen ist die bewusste Anwendung von Informationen zur Lösung eines Problems. Wissen setzt kreatives Handeln voraus. Also eine Festplatte, die irgendwas gespeichert hat, ist nach diesem Wissensbegriff also kein Wissensspeicher, sondern sie kann ja nicht dieses Wissen bewusst anwenden und sie kann es auch nicht kreativ umsetzen. Das heißt, während wir hier links eine sehr körperliche Definition haben, haben wir hier rechts eine sehr reflektierte Definition, die eben sehr auf die Verwendung von Wissen hinweist, auf die Umwandlung von Wissen auch hinweist. Und das ist eben interessant, das eine ist mehr der Speichernaspekt, das andere ist mehr der Verarbeitungs- und Umwandlungsaspekt. Das heißt also, hier wird wirklich fast eine Gegenposition eingenommen. Sie sehen auf dieser Folie einige weitere Definitionen von Wissen und ich möchte das letztendlich an dieser Stelle so festmachen, dass ich sage, dass Wissen als Element einer Hierarchie verstanden werden kann. Diese Hierarchie wird gebildet durch diese drei Begriffe: Daten, Informationen und Wissen.
Und es ist, glaube ich, ganz nützlich, wenn man sich auf diese Definition einlässt. Die hat einerseits den Begriff von der Frau Amelingmeier drin, nämlich dass Wissen irgendwo festgehalten werden muss. Die hat aber auch andererseits etwas von der Definition von dem Herrn Kries da drin, nämlich dass ich Wissen nur erzeugen kann, wenn ich Informationen sinnvoll miteinander verknüpfe. Und dann kommt man eben zu dieser Dreierstufung. Die Daten bieten die Grundlage, das sind Zeichenfolgen, das sind Summen von Zeichen. Das kann zum Beispiel hier sein, der Absatz eines Produktes A. Dann darauf aufbauend auf den Daten sind Informationen. Und Informationen, die generiere ich dadurch, dass ich Daten in einen bestimmten Kontext setze, zusammenfasse, auswerte. Zum Beispiel, indem ich sage, ich möchte gerne den Umsatz vom Jahr 2015 im Vergleich zu den Vorjahren haben. Dann brauche ich Daten, aber ich erzeuge daraus eine Botschaft. Diese Botschaft ist die Information, die gibt mir den Kontext wieder. Und wenn ich nun hieraus noch Wissen generiere, dann verknüpfe ich diese Information zum Beispiel, indem ich den Markt interpretiere und zum Beispiel, indem ich eben weitergehende Dinge analysiere, die sich nicht nur aus den Informationen heraus ergeben, sondern vielleicht aus der Verbindung dieser Informationen mit meinem Allgemeinwissen oder mit anderen speziellen Themen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben nun ein Grundverständnis des Begriffes Wissen aufgebaut und können nun auf dieses Grundverständnis weitere Differenzierungen setzen, die uns das Wesen von Wissen einfach ein Stückchen besser verstehen lassen. Und eine ganz zentrale Differenzierung möchte ich nun im Folgenden ansprechen. Das ist die Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen. Also die Frage, was ist es eigentlich und wie unterscheiden sie sich? Und oftmals hat man ja diese Begriffe schon gehört. Implizit heißt irgendwie mehr oder weniger so innen drin und explizit heißt mehr oder weniger so nach außen gekehrt, offensichtlich, zugreifbar. Und diese beiden Wörter verdeutlichen eben auch sehr schön, dass es eben beim Wissen diese beiden Möglichkeiten gibt. Manchmal ist Wissen eben verborgen und nicht offensichtlich und manchmal ist Wissen wirklich offensichtlich und zugreifbar. Und dafür wollen wir uns nun ein paar Beispiele anschauen und auch die Frage stellen, wie kann ich denn eigentlich von dem einen Wissen zu dem anderen Wissen gelangen? Zunächst mal ein kleines Beispiel für implizites Wissen, stillschweigendes Wissen. Und dieses Beispiel nehme ich aus dem Innovationsmanagement heraus. Im Innovationsmanagement gibt es ja immer auch Leitungs- und Führungsfunktionen. Und die Frage, wie ein Mensch leitet oder wie ein Mensch führt, die beruht in wesentlichen Teilen auf implizitem Wissen. Es gibt also nicht nur ein Handbuch für Führungskräfte und wenn ich alles das lese, was da drin steht, und es genauso mache, wie es da drin steht, bin ich eine gute Führungskraft. Sondern es gibt immer ein Wissen, das mir sagt, wann eine Regel greift, das mir aber auch sagt, wenn ich jetzt vielleicht eine Ausnahme machen muss, das mir ein Gefühl dafür vermittelt, wie ich wirklich gut leite. Und dieses Wissen, das ist implizites Wissen, das steht eben gerade nicht in dem Buch, das bringt der Mensch aber trotzdem mit. Und jetzt kann man sich lange fragen, wo er dieses Wissen oder sie dieses Wissen erworben hat. Das kann in der Schule gewesen sein, in der Familie, im Freundeskreis, wo auch immer. Auf jeden Fall ist es Wissen, das in der Person verborgen ist. Neben diesem impliziten Wissen, also dem in den Menschen oder auch in Maschinen teilweise verborgenen Wissen, gibt es das explizite Wissen und das ist eben Wissen, was offensichtlich, offenkundig da ist. Das heißt, wenn ich ein Buch lese, in dem drinsteht, wie ein Innovationsprozess zu gestalten ist, dann habe ich hier explizites Wissen in der Hand. Wenn ich eine Verfahrensanweisung befolge, die mir sagt, wie ich eine bestimmte Maschine hoch und runter zu fahren habe, eine Gebrauchsanweisung, dann ist das explizites Wissen. Und auch wenn ich das Ganze bei YouTube mache, wenn ich also wissen möchte, wie ich eine spezielle Chemikalie irgendwo einführe und ich klicke mich bei YouTube drauf, dann muss das nicht als Buch vorhanden sein, sondern kann eben auch als Videosequenz vorhanden sein. In jedem Fall ist dieses Wissen explizit zugänglich und ich kann darauf direkt zugreifen.
Das ist die Unterscheidung. Interessant im Wissensmanagement ist aber nicht nur die Unterscheidung, sondern auch die Frage, welche Übergänge kann es zwischen diesen unterschiedlichen Arten des Wissens geben. Das heißt, wir fragen uns, wie komme ich von implizitem Wissen zu anderem impliziten Wissen? Wie komme ich vom impliziten zum expliziten Wissen? Wie komme ich von explizit zu anderem expliziten? Und zum Schluss, wie komme ich vom explizit wieder zu implizit? Und Sie sehen das hier in diesem schönen Kreislaufdiagramm sozusagen visualisiert. Und es sind diese vier Schlüsselbegriffe, die unterschiedliche Lernformen eben auch charakterisieren. Und ich gehe sie der Reihe einmal durch. Wenn wir implizites Wissen in anderes implizites Wissen umwandeln wollen, dann geschieht das normalerweise über irgendwelche soziale Austauschprozesse. Ich möchte Ihnen mitteilen, wie man Innovationen wirklich gut bewertet. Und dazu erkläre ich Ihnen das zum Beispiel über Video, aber auch zum Beispiel, wenn Sie im persönlichen Gespräch bei mir sind. Und da verrate ich Ihnen vielleicht die wirklich wichtigen Tipps, die ich Ihnen vielleicht über Video nicht geben würde. Und das ist eben dieses implizite Wissen, das in Form einer Sozialisation, eines Zusammenkommens ausgetauscht wird und das eben auf diese Weise auch weitergegeben wird. Und in vielen Unternehmen besteht eine große Schwierigkeit darin, wenn Menschen ausscheiden, dass dieses implizite Wissen eben mit den Menschen ausscheidet und dass es auf diese Weise dann auch verloren geht, weil niemand vorher mit den Menschen, die ausscheiden, so lange gesprochen hat, bis dieses implizite Wissen weitergegeben wurde an andere Menschen. Also von implizit zu implizit. Zweiter Fall ist von implizit zu explizit. Da habe ich den Wunsch, dass Dinge, die bisher eher im Bauch und im Kopf von Menschen angesiedelt waren, nun offen kommuniziert werden in Form von Dokumenten, in Form von Videostreams kommuniziert werden. Das heißt, ich muss jemanden dazu kriegen, dass er implizites Wissen externalisiert. Deswegen heißt diese Art der Wissensvermittlung Externalisierung. Wenn ich nun explizites Wissen habe und ich möchte das mit anderem expliziten verbinden, wenn ich zum Beispiel ein Kombiprodukt mache, wo ein Gerät mit einem anderen Gerät verknüpft ist und ich sage, ich brauche jetzt eine kombinierte Betriebsanleitung, dann muss ich diese beiden Dinge kombinieren. Deswegen heißt diese Art Kombination. Und schließlich, wenn ich es haben möchte, dass explizites Wissen sich in einem Menschen dass ein Mensch dieses explizite Wissen vereinnahmt, internalisiert, dann bin ich eben genau bei diesem Begriff der Internalisierung. Und das bedeutet, dass dieser Mensch eben nicht nur das hört oder sieht oder liest, sondern auch wirklich verinnerlicht. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir die verschiedenen Formen des Übergangs von unterschiedlichen Wissensarten gerade gesehen, von implizit zu explizit und auch zurück. Und nun kommen wir zu der Frage, welche Bedeutung hat Wissensmanagement im Innovationsbereich eigentlich und Unternehmen? Wie hat sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit entwickelt und verändert? Und das möchte ich an zwei Bildern hier verdeutlichen. Auf der linken Seite sehen Sie das eine Bild, das zeigt, wie die Welt früher getickt hat, wie die Wichtigkeit verschiedener Dinge früher gewesen ist. Und da sehen Sie, dass das Wissensmanagement vielleicht eher am Rande eine Rolle gespielt hat. Heute in einer Welt, in der Menschen eine große Rolle spielen als Entwickler, als Designer, als Architekten, als Planer, merkt man auf einmal, wie wichtig das Management von Wissen ist, wie wichtig Menschen als Produzenten und Inhaber immaterieller Vermögensgegenstände sind, wie sehr also das Wissen uns heute hier begleitet und wie wichtig dieses Management von Wissen ist. Wenn wir uns das für das Innovationsmanagement konkreter vorstellen, dann müssen wir fragen, wie wichtig ist Wissen eigentlich für unseren Geschäftserfolg in unserem Feld. Und das bedeutet in allererster Linie, wir wollen ja neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Kombinationen und Geschäftsfelder generieren. Das heißt also, hier ist der zentrale Zweck des Wissensmanagements, dem zu folgen und das zu unterstützen, dabei die Effizienz zu steigern und für unsere Stakeholder natürlich eine Attraktivität zu sichern.
Und wenn wir jetzt fragen, wie erreichen wir diese verschiedenen Zwecke, dann sehen wir auf der linken Seite, dass wir uns darum kümmern müssen, wie wir mit dem Wissen als einer Ressource umgehen. Das heißt, wir müssen fragen, welches Wissen haben wir eigentlich heute und wie können wir es ausschöpfen, wie können wir es entwickeln. Und diese Fragen finden wir auf der anderen Seite, nämlich wir müssen auch die Frage stellen, welches Wissen benötigen wir in der Zukunft zur Sicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Und das bedeutet auch, wenn wir das so formulieren, dass wir auch ein Wissen über die Zukunft besitzen müssen. Das heißt, es reicht nicht einfach nur zu sagen, was weiß ich heute und was vermute ich, dass ich morgen wissen müsste, sondern ich muss mir auch ganz gezielt Zukunftswissen besorgen, sei es, dass ich mir Studien besorge, sei es, dass ich eigene Studien mache, um eine solche Abschätzung vornehmen zu können. Und wenn ich dieses Wissen über die Zukunft habe und weiß, was ich wissen muss, dann kommt die Frage, wie kann ich es denn beschaffen, was denn hier an Wissen benötigt wird. Das ist also die Frage, wie geht der Weg zum wissensorientierten Unternehmen? Und nun kommen wir zur Aufgliederung dessen, was Wissensmanagement eigentlich ausmacht. Und Sie sehen hier, dass es 6 zentrale Aufgaben sind, die aber von 2 weiteren Aufgaben gerahmt werden. Diese Aufgaben, die rahmend sind, sind einmal die Wissensziele und die Wissensbewertung. Und wir werden das gleich im Detail sehen. Aber von der Idee her ist es so, dass die Wissensziele letztendlich auch für mich als Management eine Aussage geben, was möchte ich eigentlich für Wissen wirklich haben und wie möchte ich mein Wissen in meinem Unternehmen entwickeln. Das ist das Wesentliche, was die Wissensziele ausmacht. Und die Wissensbewertung, die kommt eben dann zum Tragen, wenn ich frage, und wie gut bin ich denn jetzt in dem einen oder in dem anderen Bereich? Und auch die Frage, wie gut sind denn meine Wettbewerber in dem einen oder anderen Bereich? Wir werden dann nachher, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel sehen. So, die 6 Kernaufgaben finden sich dann in diesem Kasten hier unten und Sie merken an den vielen Linien kreuz und quer, links und rechts, hin und her, auf und nieder, dass das eine starke Vernetzung beinhaltet, dass also diese Aufgaben nicht isoliert zu sehen sind, sondern alle in Wechselwirkung miteinander stehen. Und zu den Aufgaben gehören eben die Identifikation von Wissen, der Erwerb von Wissen, die Entwicklung von Wissen, die Verteilung von Wissen und die Nutzung von Wissen und schließlich auch die Bewahrung von Wissen. Wobei zur Bewahrung man eigentlich fairerweise auch die Vernichtung von Wissen an dieser Stelle dazu zählen sollte. Denn manchmal ist es auch nützlich, sich von bestimmtem Wissen zu trennen, um sich nicht Wege zu verbauen, die auf altem, veraltetem Wissen zu sehr eingeschränkt sind. Nachdem wir nun diese 6 Aufgaben im Kern des Wissensmanagements und die 2 begleitenden gesehen haben, lassen Sie mich an dieser Stelle hinzufügen, dass wir hier mehrere Ebenen hinter dem Wissensmanagement haben, die sich hier hinter den Aufgaben verbergen. Das eine ist eine menschliche Ebene, das heißt, dieses Wissen und diese Aufgaben passieren natürlich in unseren Organisationsmitgliedern. Die zweite Ebene ist eine Ebene der IT-Systeme, nämlich verschiedene Aufgaben kann ich mit unterschiedlichen IT-Systemen realisieren. Da kann ich unterschiedliche Systeme, ein Unternehmens-Facebook beispielsweise oder andere Dinge hierfür verwenden. Auch das ist eine Komponente des Wissensmanagements. Und eine dritte Ebene ist die Ebene der logischen Strukturierung des Wissens, dass ich mich also frage, wie kann ich hier in einem Unternehmen überhaupt eine Übersicht gewinnen, welches Wissen an welchen Stellen vorhanden sein muss, damit dieses Unternehmen auch wirklich funktionieren kann. Und nur durch dieses Zusammenspiel dieser 3 Ebenen, Mensch, IT-System, Organisation, funktioniert Wissensmanagement. Das heißt, letztendlich kann ich in jede dieser Aufgaben hineingehen, hineinzoomen, und wir werden das gleich auch tun, und hier eine vertiefende Analyse hinsichtlich dieser 3 Ebenen durchführen. Herzlich willkommen zum ersten Interview. Ich darf Herrn Mörle hier begrüßen. Hallo Frau Gronemeier.
Zu Beginn der ersten Episode haben Sie die drei Elemente Daten, Informationen und Wissen in eine Hierarchie eingeordnet. Mhm. Ist denn der Begriff Hierarchie in diesem Zusammenhang wirklich sinnvoll gewählt? Ja, also wenn man es streng nimmt, eigentlich nicht, da haben Sie recht, sondern eher könnte man so in so eine Art Pyramide oder sowas oder Schachtel das sich vorstellen. Also im Kern, wenn man so eine Schachtel, so eine russische Steckpuppe oder sowas nimmt, wären die Daten, auf denen beruht letztendlich alles und in denen ist in irgendeiner Weise Wissen auch wieder abgelegt. Und ob das jetzt Daten sind, die wir in einem Computer haben, auf einem Papier oder Daten, die in unserer feuchten Software da oben irgendwie abgelegt sind. Also das ist, wäre so der innere Kern und darum ranken sich dann die Informationen und außen vielleicht das Wissen drumherum. Also das Bild wäre wahrscheinlich besser als das einer Hierarchie, was ich da gewählt habe. Okay. Jetzt würde ich Sie gerne mal wieder was fragen, nämlich wir hatten ja Unterschieden zwischen explizitem Wissen und implizitem Wissen. Wenn Sie jetzt mal für sich überlegen, haben Sie denn implizites Wissen jenseits des Studiums irgendwo? Gute Frage. Implizites Wissen. Im Bereich Sport würde ich sagen. Ja. Also ich habe als Kind mal angefangen, Volleyball zu spielen und ich kann es selber spielen. Mhm. Ich wüsste nur ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt jemandem anderen beibringen soll, wie er wegen mir pritschen muss. Okay. Aber da sind wir ja genau bei dem Problem und deswegen hatte ich das auch versucht, hier gerade nochmal so anzusprechen. Das ist nicht einfach, wenn man was gut kann, jemandem anderen zu zeigen, wie es gut geht. Und das hilft nicht, dass Sie jetzt ein Blatt Papier nehmen und draufschreiben, man muss den kleinen Finger so bewegen und dann muss der Daumen oder sonst ein Finger folgen, sondern es ist schon in dem Fall höchstens durch eine Sozialisation, durch ein gemeinsames Spielen oder sowas möglich, dieses implizite Wissen an der Stelle weiterzugeben. Und das ist natürlich auch das Problem im Unternehmen. Manche Dinge weiß man einfach und oder wissen manche Leute. Und es ist sehr, sehr schwer, die wirklich aufzuschreiben und wenn diese Leute das Unternehmen verlassen, diese Dinge auch zu bewahren. Ich würde gerne einmal kontern. Welches implizite Wissen haben Sie denn außerhalb der Universität? Ja, außerhalb der Universität. Innerhalb der Universität wäre es mir jetzt etwas leichter gefallen, aber außerhalb. Ich lese ganz gerne und ich lese ganz gerne Abenteuerromane von Seehelden. Mhm. Und einer meiner Favorites ist der Horatio Hornblower, also auf Deutsch Horatio Hornblower, Hornbläser, der in den napoleonischen Kriegen englische Kriegsschiffe führt. Und aus dieser Zeit, aus diesen Büchern, das ist ja explizites Wissen, nehme ich aber eine Menge an Implizitem mit, dass ich mir die Zeit gut vorstellen kann, dass ich mir die Französische Revolution gut vorstellen kann, dass ich das vernetzen kann, dass ich einfach ein Gefühl habe, auch für den Wandel, der sich dort in der englischen Gesellschaft vollzogen hat, der dann von Segelschiff auf das Dampfschiff gegangen ist. Also all das ist sozusagen jetzt hier im Bauch mit eingebaut und da brauche ich nicht mehr in die Bücher reinzugucken, sondern da könnte ich Ihnen jetzt gerne ein paar Geschichten dazu erzählen. Also vielleicht mal bei einem Glas Wein erzähle ich Ihnen ein paar Sachen über Horatio Hornblower. Ich nehme Bier. Aber gut. Wir reden ja jetzt immer davon, wie man implizites Wissen in explizites umwandelt. Ja. Warum ist denn aber auch das Gegenteil davon sinnvoll? Dass man explizites Wissen in implizites umwandelt, ja. Weil man möchte, dass Menschen nicht nur was gelesen haben, sondern dass sie es wirklich verinnerlicht haben. Und das ist zum Beispiel immer so, wenn ich eine Klausur im Innovationsmanagement stelle, dass ich mich frage, können das die Studierenden machen? Können die eine Methode anwenden? Und das funktioniert in der Regel nur, wenn man das mal geübt hat. Also das heißt, das reine Lesen hilft nicht, sondern wenn ich zum Beispiel eine Bewertungsmethode verwenden muss, dann muss ich wirklich mal einen Zettel haben, ein Blatt Papier und mal rechnen und dann kommt ein Ergebnis raus und dann muss ich überlegen, ob das stimmen kann und ob die Größenordnung stimmt und solche Sachen. Und das ist verinnerlichen. Da wird aus explizitem wiederum implizites Wissen. Und das Schöne ist, wenn man diese Leute dann später fragt, dann können die das und brauchen nicht nachzugucken. Und das ist eben dann diese Internalisierung dieses expliziten Wissens. Okay, dann vielen Dank. Gerne. Und bis gleich.